Moin Freunde, es gibt neue Infos zu dem neuen Batman Zero Wing Hängegleiter und heute möchte ich euch mal schnell zeigen, wie man denn den denn eigentlich genau bekommen kann. Vorweg möchte ich mich aber nochmal schnell bei euch bedanken für den heftigen Stream letztens, denn wir hatten tatsächlich über 1300 Zuschauer und auch da ein fettes Dankeschön an die Leute, die mich mit meinem Creator-Code der Fruchtzweck unterstützen. Und deshalb habe ich heute an irgendeinen Zuschauer von mir den nächsten Skin verschenkt, also Glückwunsch da an dich. Und da mich viele fragen, wie kann man denn eigentlich einen Skin bei dir gewinnen, schreib mir einfach deinen Ingame-Name unten in die Kommentare rein. Trag natürlich noch meinen Creator-Code der Fruchtzweck in deinen Item-Shop ein. Davon kann ich das Ganze nämlich finanzieren. Und wer weiß, vielleicht bist du dann auch schon der nächste Gewinner. Es gibt jetzt jedenfalls neue Infos zu einem neuen Batman-Hängegleiter. Ja, und ihr seht auch schon, so sieht der Hängegleiter aus. Ich finde ihn ganz nice. Wenn der sich vor allem ausfaltet, gibt es dann hier diese Animation mit den Fledermäusen. Also das ist halt eben nochmal so ein Extra bei dem Hängegleiter, was ich deshalb da nochmal richtig cool finde. Ihr könnt ihn auf jeden Fall bekommen. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar hat das wieder was mit den Comics zu tun. Ihr wisst ja, DC und Fortnite arbeiten schon etwas länger eng miteinander zusammen. Und da gibt es halt eben auch regelmäßig diese Comics. Die erste Ausgabe des Comics gab es ja bereits am 20. April 2021. Und da gab es den Rebirth Harley Quinn Skin freizuschalten. Und ihr seht auch schon, die zweite Ausgabe des Comics ist am 4. Mai 2021. Also dann jetzt diesen Dienstag. Und das Ganze konntet ihr euch auch, vielleicht haben es einige von euch schon gemacht, vorbestellen. Wer jetzt sich das noch nicht vorbestellt hat, der kann sich das jetzt in den Warenkorb packen. Ihr seht jetzt bei mir, lieferbar ist es voraussichtlich dann erst am 25. Mai 2021. Also das würde dann wiederum so ein bisschen dauern. Und das kommt halt leider daher, da es eine zu hohe Nachfrage gibt und somit halt die ganzen Comics jetzt hier schon ausverkauft sind. Dasselbe Problem gab es ja bereits auch bei der ersten Ausgabe des Comics. Ihr seht jetzt hier auch schon, das Ganze wird dann auch wieder voraussichtlich geliefert am 25. Mai 2021. Auch da waren die Comics relativ schnell ausverkauft, also wenn ihr euch das auch noch zufällig kaufen wollt, macht das gerne. Da bekommt ihr dann halt eben, wie gesagt, diesen Rebirth Harley Quinn Skin. Und bei der jetzigen und somit zweiten Ausgabe des Comics gibt es dann halt eben hier diesen neuen Batman Hängegleiter. Ich habe euch auch, by the way, die Seite jetzt hier unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr es euch dann halt eben online bestellen. Ihr könnt euch aber auch gerne mal bei den Supermärkten umschauen, wenn ihr es halt eben nicht online bestellen wollt und ihr sowieso gerade mit euren Eltern unterwegs seid, könnt ihr da gerne mal bei den Zeitschriften schauen. Wenn die jetzt vielleicht gerade auch Ware bekommen haben, liegen die eventuell dabei. Die Frage ist natürlich jetzt noch, wo kann ich das Ganze dann einlösen? Denn bei jedem Comic ist ja halt eben so ein Code dabei und diesen Code müsst ihr hier auf dieser Seite eintragen. Sollte auf jeden Fall für den einen oder anderen nichts Neues sein. Wenn ihr euch da sowieso schon mal sowas in die Richtung gekauft habt, dann wisst ihr da bereits Bescheid. Habe ich euch aber trotzdem nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Und vielleicht noch einen kleinen Tipp zum Schluss, denn wenn ihr jetzt auch vorhabt, euch die nächsten Comics zu kaufen, also dritte Ausgabe, vierte Ausgabe und so weiter, dann bestellt ihr am besten vor, hier auf der Seite von Panini, denn dann müsst ihr einfach nicht mehr so lange warten, dann bekommt ihr es halt eben auch dann direkt, wenn es halt eigentlich rauskommt. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich jetzt hier Panini so ein bisschen ins Rampenlicht stelle, nur es ist halt eben ganz praktisch und ich möchte euch da natürlich auch versuchen, ein bisschen weiterzuhelfen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, das wird mich freuen und supporten. Und in dem Sinne war es das jetzt hier auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin, ciao mit Mau.